Daran erkennst du eine Angststörung sofort. Hier erfährst du, was eine Angststörung wirklich ist und was keine ist. Darüber hinaus werde ich dir erzählen, was nach meiner Angststörung für Ängste übrig geblieben sind. Vielleicht fühlst du dich jetzt beleidigt, wenn ich dir sage, deine Angststörung ist hausgemacht. Aber warum hausgemacht? Mir geht's doch schlecht. Ich habe doch Ängste. Aber dazu kommen wir später noch, warum es hausgemacht ist. Bei mir war es so, in meiner schlimmsten Zeit, dass ich Angst hatte zu sterben. Ich hatte Angst, einen Herzinfarkt zu bekommen. Ich hatte Angst, dass ich anderen Menschen etwas antun kann, obwohl ich es eigentlich nicht will. Und das ganze Thema hat sich nahezu den ganzen Tag in meinen Kopf gedreht. Fast gar keine Pause. Die Gedanken sind in meinen Kopf eingeschossen, wie verrückt. Zwangsgedanken. Diese Zwangsgedanken hat sich später herausgestellt, waren von mir selber ein Schutz. Ein Schutz, den ich mir selber beigebracht habe, um meine Gefühle nicht zuzulassen. Die allermeisten Menschen haben aufdringliche Gedanken von Zeit zu Zeit. Ich habe mich damals gefragt, ob ich der einzigste Mensch bin auf dieser Welt, der solche Gedanken hat, der solche Gefühle hat, der vor allen Dingen solche Gefühle hat in Situationen, wo es völlig unbegründet ist. Warum sollte ich panische Angst haben, wenn ich in den Supermarkt gehe, mich da anstelle und einen Einkaufswagen voll mit Nahrungsmitteln habe? Da ist doch keine Gefahr da. Wenn man in solchen Situationen ist, dann wundert es mich nicht, dass der eine oder andere sagt, das ist nicht mehr normal. Das ist gestört. Das ist verrückt. Das ist krank. Aber jetzt hör mir genau zu und das darfst du verstehen. Dieser innere Dialog, den du da mit dir führst, mag auf den ersten Blick logisch klingen, weil dir ist vom Intellekt klar, dass hier keine Angst sein sollte, weil du bist nicht in Gefahr. Aber warum führst du so eine Konversation? Schuld daran ist der Mangel an Kenntnis in dir und in unserer Gesellschaft. Das ist das Problem. Wenn wir solche Empfindungen spüren in Situationen, die nicht gefährlich sind, dann denken wir sind anders. Dann denken wir sind verrückt. Dann denken wir sind krank. Dann denken wir sind gestört. Und diese Meinung, diese Einstellung über deine Emotionen führt dazu, dass du aus diesem Teufelskreis nicht wieder rauskommst. Das ist das Perfide daran. Du redest dir ein, mit dir ist irgendetwas anders. Du bist gestört, verrückt etc. Was meinst du denn, wozu das führt? Meinst du, dadurch wird es besser? Deine Emotionen, deine Gefühle im Supermarkt, im Fitnessstudio, auf der Straße, draußen, irgendwo in der Innenstadt, wenn du durch Angst geplagt wirst in solchen Situationen, verstehen es deine Gefühle nicht auf logische Art und Weise, dich selber zu verurteilen, ob du anders bist oder verrückt bist. Das alles erzählst du dir nur aus einem einzigen Grund. Das erzählst du dir, weil du in der Gesellschaft gelernt hast, dass solche Gefühle, solche Gedanken in solchen Situationen nicht normal sind. Nein, noch viel schlimmer. Im Allgemeinen denkst du sogar über dich, dass solche Gedanken im Allgemeinen nicht normal sind. Du fragst dich unter Umständen, ob andere Menschen solche Gedanken auch haben. Und dabei schneidest du sehr, sehr, sehr schlecht ab. Du schneidest in dir im Kopf sehr schlecht ab, weil du dir einredest, weil du dir sagst, andere Menschen haben solche Gedanken nicht, andere Menschen haben solche Gefühle nicht. Andere Menschen haben diese Gedanken auch, mit Angststörung oder ohne Angststörung. Andere Menschen haben diese Gefühle auch, mit Angststörung oder ohne Angststörung. Mit Zwangsstörung, ohne Depression. Jeder Mensch, der keine Depression hat, ist irgendwann mal niedergeschlagen. Jeder Mensch, der keine Angststörung hat, hat irgendwann mal Angst. Jeder Mensch, der keine Zwangsgedanken hat, hat irgendwann mal seltsame, aufdringliche Gedanken, bizarre Gedanken, sexuelle Gedanken, aggressive Gedanken.
Also frage ich dich hier an dieser Stelle und schreib es mir doch einmal in die Kommentarbox hinein, weil es mich so sehr interessiert. Was macht dich jetzt anders, wenn alle Menschen auf dieser Welt diese Gedanken und diese Gefühle haben? Das Gesetz der Normalität. Das Gesetz der Normalität steht auf meinem Titel dieses Videos. Was ist Normalität, frage ich dich. Ich habe mir diese Frage oft gestellt in meinem Leben. Was ist Normalität? Wann ist Angst normal? Wann ist Angst verrückt? Oder ist Angst überhaupt verrückt? Ist Angst überhaupt gestört? Ab wann hat man eine Angststörung? Wer entscheidet das? Ein Arzt? Ich? Wer bin ich, dass ich über dich entscheiden kann, ob du eine Angststörung hast? Wenn du zu mir kommst in mein Coaching und sagst, ich habe eine Angststörung, ich habe so eine Diagnose bekommen, dann entscheidest immer noch du, ob du eine Angststörung hast. Du entscheidest, ob du eine Angststörung hast. Du entscheidest, ob du gestört bist von diesen Gefühlen, von diesen Emotionen, von diesen Gedanken. Die anderen können das nicht entscheiden. Nur du kannst das entscheiden. Du bist derjenige, der das entscheidet, ob du eine normale Angst hast oder eine krankhafte Angst. Und dann komme ich schon zur nächsten Frage überhaupt. Was ist normale Angst? Was ist krankhafte Angst? Was ist normale Angst? Was unterscheidet das Gefühl der normalen Angst gegenüber der Angst in einer Angststörung? Sind es verschiedene Gefühle? Schreib es auch hier mal in die Kommentarbox. Sind es verschiedene Gefühle? Wenn ein Mensch keine Angststörung hat und ein Mensch eine Angststörung hat, das Gefühl ist dasselbe. Das Gefühl ist dasselbe. Es gibt keinen Unterschied. Wenn ein Mensch eine Angststörung hat, empfindet er dieselben Emotionen wie einer, der keine Angststörung hat. Es gibt per se keinen Unterschied. Der Unterschied, wenn es einen geben würde, dann bist du derjenige, der den Unterschied macht. Du bist derjenige, der den Unterschied macht. Dich macht nichts anders. Du bist nicht verrückt. Du bist nicht krank. Das Problem ist nur, du hast die Anleitung nicht bekommen für das Leben. Du hast die Anleitung nicht bekommen für das Leben. Keiner hat es dir beigebracht. Keiner hat es dir in der Schule beigebracht, oder? Niemand hat es dir in der Schule beigebracht. Deine Eltern haben dir auch nicht beigebracht. Wie man mit Angst, dem Gefühl, der Emotion, der Angst umgeht. Niemand hat es dir beigebracht. Deine Geschwister haben es dir nicht beigebracht, wenn du welche hast. Deine Freunde nicht, deine Verwandte nicht. Und wenn es dir beigebracht haben, dann haben sie es dir auf eine Art und Weise beigebracht, die bei ihnen selber auch nicht gesund ist. Und jetzt stellst du dir die Frage, warum haben sie keine Angststörung, nicht schon? Nun, das Leben ist ein bisschen komplizierter. Es ist nun mal so, dass eine Angststörung von vielen verschiedenen Faktoren abhängt. Was hat die Person zum Beispiel in seinem Leben alles erlebt? Gefühle werden in uns abgespeichert, in dem, was wir erlebt haben. Manche Menschen haben viel, viel schlimmere Dinge erlebt als andere Menschen. Und manche Menschen haben gelernt, mit ihren Emotionen so umzugehen, dass sie gefühlt werden können. Und andere haben sich angewöhnt, zu grübeln. Sie haben sich angewöhnt, sich Sorgen zu machen, wo wir jetzt schon zu der eigentlichen Angststörung kommen. Die Person X hat sich irgendwann mal angewöhnt, auf das Gefühl der Angst mit sich Sorgen machen zu reagieren. Sie fragen sich Fragen in der Zukunft, was wäre wenn? Sie fangen an, die eigenen Angstgefühle anzuzweifeln. Sie besuchen Ärzte. Sie besuchen Psychotherapeuten. Wenn sie ganz viel Pech haben, kommen sie auch noch an einen Therapeuten, der selber nicht gut aufgeklärt ist, oder einen Arzt. Und er erzählt ihnen alle möglichen Hypothesen. Das Schlimmste, was ihnen noch widerfahren kann, ist, wenn sie einen Therapeuten oder einen Arzt kennenlernen und ihnen dann sagt, diese Symptomatik bleibt für immer, das geht nicht mehr weg. Sie müssen unter Umständen ein Leben lang Medikamente nehmen, um dieses Phänomen in den Griff zu bekommen oder halbwegs wieder ein normales Leben zu führen. Ich selber habe diese Aussage auch gehört. Ich selber habe diese Aussage öfters gehört von Ärzten, von Therapeuten und auch in der Klinik. Und für mich war es sehr schlimm, das dann zu glauben. Ich dachte mir, ich komme da nie wieder raus. Mein Aufenthalt in der Psychiatrie verlinke ich dir einmal hier oben auf den i. Es ist sehr schlimm und sehr traurig zugleich, dass wir in einer dass wir in einem Land leben, das sich selbst die viertgrößte Wirtschaftsmacht der Welt nennt
und eigentlich auch eines der besten Gesundheitssysteme der Welt hat. Und gleichzeitig höre ich so oft solche Geschichten, dass diesen armen Menschen nicht geholfen werden kann. Wir verfügen über die beste oder die modernste Medizin aller Zeiten. Die Medizin macht jeden Tag Fortschritte. Wir entwickeln Medikamente, Psychopharmaka etc. Bei manchen schaffen es diese Medikamente, Linderung zu verschaffen. Und bei anderen wiederum bringt es gar nichts. Aber woran liegt das? Dass es dasselbe Medikament ist und es bei der einen Personengruppe sehr gut hilft und bei der anderen wiederum nicht. Stellt sich doch die Frage, ob man sich nicht mehr und mehr darüber beschäftigen muss, wie die Person X mit einer Angststörung oder mit Zwangsgedanken oder gar Depressionen eigentlich denkt. Und die allermeisten Menschen, auch Therapeuten, gehen immer noch davon aus, dass der Gedankeninhalt, also auch Objektmodus, wie man in der metakognitiven Therapie sagt, das Problem ist. Das heißt, wenn die Person X zum Therapeuten geht und sagt, ich habe diese und diese Gedanken, ich könnte da umfallen oder mir könnte dies und jenes passieren, dann gehen Therapeuten sehr oft darauf ein und sprechen die Person an, wie zum Beispiel in der normalen KVT. KVT bedeutet kognitive Verhaltenstherapie, wie wahrscheinlich das ist, dass du umfallen kannst oder dies oder jenes passieren kann. Aber das ist nicht das Problem. Das Problem, das wahre Problem ist, wie die Person X mit der Angststörung oder anderen psychischen Problematik, welche Beziehung sie zu ihrer eigenen Gedankenwelt hat. Wie sie auf bestimmte Gedanken reagiert. Wie sie auf bestimmte Gedanken eingeht, darauf einspringt. Und was sie dann letztendlich mit diesen Gedanken macht, führt zu einem Angstcocktail. Dieser Angstcocktail führt wiederum wieder zum Mehrgrübeln. Also muss ich doch auf einer Metaebene irgendwo draufschauen und mir das Ganze ansehen. Ich muss mir die ganze Person ansehen. Ich darf mir nicht nur den Inhalt, den Spektrum, den Inhalt des Objektiven in innen drinnen des Gedankens ansehen, denn letztendlich ist der Gedanke nicht das Problem, sondern das Gesamte an sich. Verlinke dir auch hier oben einmal ein Video auf den i über metakognitive Ansätze, wenn es dich interessiert. Ich muss und darf verstehen, dass die Gedanken im Inhalt per se nicht das Problem ist, egal ob ich eine Sozialphobie habe, Panikstörung mit Agoraphobie oder ohne Agoraphobie, generalisierte Angststörung und was es da noch so gibt. Letztendlich führen sie immer wieder zu dem Gleichen zurück, zu dem gleichen Problem an sich. Die Person gewöhnt sich sehr, sehr schädliche Strategien an in Form von Grübeln und sich Sorgen machen, um mit diesen Gefühlen und Emotionen umzugehen. Das habe ich damals verstanden. Und das war dann auch der Weg, der mich dazu gebracht hat, zu verstehen, zu verinnerlichen, was ich hier eigentlich mache, was ich hier eigentlich mit meinen Emotionen mache, was ich eigentlich tue, wenn ich in den Supermarkt gehe und mich selber verurteile, dass ich in dieser und in dieser Situation diese und jene Gefühle habe. Ich habe mich dafür verurteilt. Ich habe mich dafür geschämt vor mich selber. Ich habe mich in den Spiegel angesehen und habe mir gedacht, mit dir ist was nicht ganz normal. Förderlich war das nicht. Vielleicht tust du das auch. Vielleicht schaust du auch in den Spiegel und denkst dir, ich bin noch nicht mehr ganz normal. Ich bin noch nicht ganz dicht. Förderlich ist das nicht. Du darfst solche Dinge nicht tun. Du solltest diese Dinge nicht tun, dass du so mit dir sprichst. Denn du darfst verstehen, dass Gefühle, wie sie jetzt sind, nicht in Stein gemeißelt sind. Gefühle sind genau wie Gedanken in einem Punkt sehr ähnlich. Sie kommen und sie gehen. Sie werden dann zum Problem, wenn wir sie festhalten, wenn wir Gedanken festhalten, wenn wir in ihren Objektmodus hineingehen und das, was sie sagen, in uns im Inhalt bewerten. Ich hatte neulich eine junge Frau in meinen Coachings und sie sagte zu mir, als ich sie fragte, wo ist das Problem zwischen den Zwangsgedanken, ich könnte schwul werden oder den Gedanken, ich könnte ersticken. Und sie antwortete mir tatsächlich, naja, schwul zu sein ist nicht schlimm, zu ersticken schon. Ich sagte zu ihr, ich habe genau erkannt, dass du meine Frage gar nicht verstanden hast und mir gar nicht eine Antwort gegeben hast auf meine Frage. Wieso, das habe ich doch, erwiderte sie. Nein, hast du nicht. Hast du nicht. Ich habe dich nicht gefragt, was schlimmer ist in der Realität,
Ich habe dich gefragt, was der Unterschied zwischen diesen beiden Gedanken ist. Und auf einmal ging ihr oben die Glühbirne nach oben auf und sie sagte, stimmt, du hast recht. Und jetzt frage ich dich nochmal. Und ich frage auch euch, ich frage dich. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Gedanken? Es gibt keine. Beides sind Gedanken. Es gibt per se keinen Unterschied, wenn du keinen Unterschied machst. So habe ich mich Zeit nach der Zeit immer mehr und mehr aus meiner Angststörung und Zwangsgedanken herausgearbeitet. Und jetzt stellen sich viele die Frage, und ich bekomme sehr oft die Frage, Juan, hast du heute keine Angststörung mehr? Nein, ich habe heute keine Angststörung mehr. Ja, fürchtest du dich vor nichts mehr? Natürlich fürchte ich mich. Ich fürchte mich vor realen Dingen und fürchte mich aber auch, immer noch auch, von Dingen, die gerade jetzt nicht stattfinden. Das nennt man dann Angst. Furcht ist real. Angst ist in deinem Kopf eine Fantasie. Aber ich habe heute immer noch Ängste. Welche Ängste hast du, Juan? Du wirkst so selbstbewusst. Kann sein, dass ich selbstbewusst bin, aber ich habe trotzdem Ängste. Ich habe Angst, dass da draußen Menschen, die von uns gewählt worden sind und für uns Verantwortung übernehmen sollten, falsche Entscheidungen treffen. Und es macht mir Sorge, dass sie solche gravierenden falschen Entscheidungen treffen, die für uns als Gesellschaft, für mich, für uns alle zusammen zu einem sehr großen Problem werden könnte. Das macht mir Angst. Es gibt auch Dinge, die mir Angst machen, wie zum Beispiel die Inflation. Es macht mir Angst, dass wir alle hier als Gesellschaft arbeiten gehen und wir aber gleichzeitig Angst haben können, der eine oder andere, dass dieses Geld vielleicht einmal weg sein könnte. Es sind Dinge, die mir Angst machen, es sind Dinge, die mich beschäftigen, es sind Dinge, die mir Sorgen bereiten. Der Unterschied ist aber zu einer Angststörung ist, dass diese Themen meinen Alltag nicht beherrschen. Warum? Wieso? Weil ich den ganzen Tag nicht darüber nachgrübe. Weil ich den ganzen Tag mir nicht darüber, was wäre, wenn Gedanken stelle. Und wenn, dann sind es kurze Momente. Ich halte sie nicht mehr fest. Ein Mensch mit einer Angststörung befürchtet, wenn er es loslässt, die Kontrolle zu verlieren. Darum tut er es nicht. Und wenn er es tun würde, würde er aber gleichzeitig die Erfahrung machen, dass dies nicht passiert, wenn er das Ganze wiederholt. Hätte in dem Sinn keine Angststörung mehr, sondern Ängste. Ängste sind irgendwo normal. Jeder Mensch hat von Zeit zu Zeit Angst. Der Geist funktioniert nun mal so. Der Geist funktioniert so, dass er dir von Zeit zu Zeit Gedanken schickt. Das bedeutet nicht, dass du diese Gedanken bist. Es bedeutet lediglich, dass dein Geist ganz gut funktioniert. Denn er tut das, was du mit dem, was du ihn was du konsumierst, was du konsumierst in deinen Verstand hinein, schickt er dir von Zeit zu Zeit. Und deswegen funktioniert dein Geist und dein Verstand genauso gut wie ein Mensch ohne Angststörung. Du kennst lediglich die Anleitung nicht. Würdest du die Anleitung kennen, würdest du dir darüber keine Sorgen mehr machen. Das ist nicht so. Wenn du jetzt wissen möchtest, wie die metakognitive Therapie funktioniert, verlinke ich dir das einmal hier auf der Endcard. Und ich bedanke mich bei dir fürs Zusehen. Dein Juan. Namaste.